Freunde, bevor ich hier anfange, irgendwas hier rumzuanalysieren, erstmal genießt ihr natürlich bitte wieder die 3 Punkte und den aktuell 17. Tabellenplatz nach diesem Spieltag. Nach dem 13. Spieltag, nach dem Aufstieg, auf dem 13. Spiel, nach dem 13. Spieltag auf dem 7. Tabellenplatz zu stehen, hätte jeder von uns unterschrieben. 21 Punkte, zieht euch das rein. Und es ist eine ganz wichtige Sache. Ihr wisst ja, wir sind ja nun mal auch der Erfinder und der Geber der Spitznamen. Und wir haben gerade eben, falls es den schon mal vorher irgendwo gegeben hat, tut's mir leid, aber wir haben gerade eben im Stream uns Gedanken gemacht. Es war ja wohl eine ganz klare Sache, dass Mitchell Weiser heute der Man of the Match war. Der braucht den Spitznamen. Und weil er eben gefühlt Skill-Level hat, wie ein weißer Brasilianer, heißt er jetzt Michelinho. Also, ich möchte, dass ihr unten in die Kommentare schreibt, Hashtag Michelinho. Einfach um Weiser mal zu ehren für dieses geile Spiel. Das erste Tor, das 1-0 von Werder, hat Weiser gigantisch vorbereitet nach einem wunderschönen, wunderschönen Ball von Lia Guev. Guev, ich küsse doch deinen Fuß. Richtig, richtig starker Ball. Querschläger, pam, rübergeklatscht. Weiser läuft bis fast auf die Grundlinie, macht es dann souverän in seinem Michelinho-Style. Mit der Hacke legt er den vor. Lücke kommt von hinten rangepresst. Wie ein, weiß ich nicht, Alter, Bulldozer. Pam, Reiner, paff. Klatscht er den rein. Richtig, richtig stark rausgespielt, das 1-0. Wunderschön. Trotzdem müssen wir bedenken, Schalke deutlich besser gewesen als gedacht. Die erste Halbzeit sehr, sehr stark gespielt. Zwischenzeitlich die bessere Mannschaft auch gewesen. Neidlos muss man das anerkennen. Ganz, ganz klar. Ich drücke nur die Daumen und hoffe, dass Füllkrug nicht zu schlimm geht oder zu sehr verletzt ist. Muster angeschlagen runter. Da hoffen wir und drücken wir natürlich die Däumchen, dass es nicht so schlimm ist. Ja, zweite Halbzeit. Wir legen das 2-0 überlegt jetzt mal, nach Weiser Flanke, ja, nach unseren Michelinho, der auf der Außenbahn tanzt, spielt dann einen fantastischen Ball auf Marvin Ducksch und dann ist mal gerade ganz kurz, ihr schreibt gerne mir in die Kommentare, ob es euch auch so ging, ganz kurz das Herz stehen geblieben, weil ich nur gezittert habe und gedacht habe, Alter, geht der jetzt rein oder nicht, Ducksch lupft ihn ganz frech über Schwolo rüber ins Tor und Yoshida ist im letzten Moment sogar noch dran, würde ich sagen, aber macht ihn halt ins eigene Tor, kann ihn nicht mehr raushauen. Aber ich glaube, vielleicht war der Ball auch schon über der Linie. Auf jeden Fall nehmen wir es als Durchsturm mal mit auf. Aber am Ende machen wir es spannend. Schalke macht noch ein 2-1. Und dann ist hier ganz schön viel Action nochmal drin gewesen. Aber ja, darüber reden wir dann morgen nochmal im Detail. Jetzt heißt es einfach erstmal genießen. Ihr kennt das doch auch hier von mir. Wir müssen einfach so einen Sieg, das müssen wir einfach jetzt erstmal genießen, verarbeiten. Morgen machen wir eine ausführliche Analyse dann und dann reden wir auch nochmal über den Zeitpunkt nach dem Gegentor. Das Wichtigste heute ist die Erkenntnis, wir sind auf dem 7. Tabellenplatz und wir haben einen Michelinho. Wir haben einen Michelinho. Weiß ja nicht, ob Flick nachnominieren darf, sollte man aber überlegen. Michelinho und vorne unseren deutschen R9, das kann was werden. Will ich nur mal reinschmeißen. So, ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben.